Einen wunderschönen guten Tag. Die Sons of Libertas sind hier gerade beim Global Marijuana March. Der March ist gerade noch unterwegs, wird gleich wahrscheinlich wieder eintreffen. Ich schätze mal, 200 bis 300 Leute sind hier ungefähr, vielleicht auch ein bisschen mehr. Schätzungen. Wir haben hier den Andreas Hubke, er ist Bezirksbürgermeister von Deutz, von den Grünen auch. Sie sind Schirmherr dieser Veranstaltung. Meine erste Frage, kiffen Sie? Nein, ich habe nie gekifft. Ich habe einfach Glück gehabt, weil ich habe nie geraucht. Das muss ich sagen, vom Rauchen her. So, und wenn ich geraucht hätte, dann wäre ich bestimmt auch nicht am Kiffen vorbeigekommen. Ich sehe gerade, Sie haben Turnschuhe an. Wollen Sie noch in die höhere Politik? Nee, da wäre ich dann schon. Also da ich sehr interessiert bin an Menschen und ich brauche die Menschen, die mich anfassen können, die ich anfassen kann, mit denen ich kommunizieren kann, wo denen der Schuh drückt. Und daher bleibe ich in der Kommunalpolitik. Wir haben gerade eben schon beim zwangsfinanzierten Fernsehen gehört, dass das erste Mal, dass eine Schirmherrschaft überhaupt übernommen wurde für diesen Global Marihuana March. Wir waren ja letztes Jahr schon hier, da war Politik ein bisschen, aber eher die Julis und die Jungsozialisten. Was waren Ihre Beweggründe für die Schirmherrschaft? Ich habe da sofort zugesagt, weil ich mich auch in der letzten Zeit mit dem Thema mehr beschäftigt habe. Und alles, was dazu dient, das Thema zu entkriminalisieren und auch zu enttabuisieren, muss man unterstützen. Deshalb habe ich spontan gesagt, als Bezirksbürgermeister der Innenstadt Deutz, da könnt ihr mich als Schirmherr glasklar auf das Plakat setzen. Ja, das unterstützen wir auf jeden Fall. Das ist sehr gut, dass mal auch jemand aus der Politik sich diesem Thema annimmt, auch wirklich dahinter steht. Sie haben einen Prüfantrag für einen Coffee-Stop in der Kölner Innenstadt in Auftrag gegeben. Was kam dabei rum und wie war das Verfahren im Allgemeinen? Können Sie da vielleicht ein bisschen was erzählen? Also ich will das mal, so genauer ausdrücken. Das mit dem Coffee-Shop, das ist durch die Presse gegangen und das ist an Holland abgelehnt. Das haben wir nicht vor. Also wir haben schon vor, dass das große Ziel ist, ökologisch angebauter Hanf in der Region und dann in staatlich lizenzierten Abgabestellen und dass die Warenkette vom Erzeuger bis zum Konsumenten lückenlos kontrolliert werden kann, damit die Konsumentinnen und Konsumenten absolut reines Cannabis bekommen. Bei dieser Abstimmung zu dem Antrag, wer stimmte da wie? Ja, das ist ganz schnell gesagt. Die Piraten, deine Freunde, die Linken und die Grünen. Die anderen haben dagegen gestimmt. Und das ist auch das, was mich verwundert. Sehen Sie mal, ich bin 5, 6 Jahre alt. Und es gab eine Zeit, wo mit diesem Thema und auch mit Cannabis viel lockerer umgegangen wurde. Das war die nach 68er Zeit. Da war das in den Wohngemeinschaften, da war das auf Rockfestivals. Da war das ganz normal und hat sich auch gar keiner darüber aufgeregt. Und das ist das, was mich sehr erschreckt hat, wie ich festgestellt habe, auch wo ich gesagt habe, wie Menschen, also als wäre ich so ein bisschen schon fast verteufelt, dieses Thema, ne, und wie die auch von mir abgerückt sind. Und dann habe ich gesagt, Andreas, da liegst du richtig, jetzt musst du dabei bleiben. Und das, ne, an die Öffentlichkeit wieder, wir leben in einem demokratischen Staat, wir haben Meinungsfreiheit, mit Respekt können wir darüber diskutieren und müssen schauen, dass wir den Menschen helfen, die jetzt durch den Konsum in die Illegalität und kriminalisiert werden. Und das ist nicht richtig. Sie sprachen gerade von diesem demokratischen Staat. Hat der nicht einen Vertrag unterschrieben mit noch ein paar anderen Ländern, dass Cannabis per se nicht legalisiert wird? Ergo diese Initiativen auf Bezirksebene, ich werde nicht sagen sinnlos, aber aussichtslos erscheinen? Nein, das glaube ich nicht. Und sonst würde ich das nicht machen. Der Druck kommt immer von unten. Schön wäre natürlich, man hätte im Bundestag eine Mehrheit und der beschließt ein Gesetz und ist alles gut. Aber so funktioniert das nun mal halt nicht mehr in der Demokratie. Ne? Und der Druck kommt von unten. Und heute ist auch so ein Tag, der diesen Druck erhöht. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, ne, dass das nicht nachlassen wird. Und dass irgendwann mal, ob das in 5 Jahren ist oder in 6 Jahren, da muss man dranbleiben, beharrlich. Und immer, immer wieder, dass wir da ein Bundesgesetz bekommen, dass diese Sache, ich wiederhole es,
entkriminalisiert ist und damit natürlich auch enttabuisiert. Und ganz, ganz wichtig, da will ich auch noch darauf hinweisen, ist, man entzieht ja diesen skrupellosen Dealern den Boden und auch den ganz knallharten, eiskalten Mafia-Typen, die dahinter stecken. So will ich das mal salopp ausdrücken. Und wo gar nicht drüber gesprochen wird, dass die Kommune in Köln, es gibt seriöse Hochrechnungen, das, was zurzeit an nicht sauberem Zeug konsumiert wird, wenn das versteuert wäre, ne, und das wäre ein sauberes, könnte Köln 60 Millionen Euro an Steuern einholen. Wir diskutieren hier ein Spielcasino. Da ist zum Beispiel die Sucht legal. Da wird gesagt von den Politikern, die gegen Cannabis sind, die sagen, ja, dann kann man ja wenigstens die Sucht staatlich lenken. Wer A sagt, der muss auch B sagen. Und ein Spielcasino bringt maximal 6 Millionen, also gilt es hier ranzugehen. Mhm. Was sind Ihre wichtigsten Punkte, warum sollte Cannabis legalisiert werden? Ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen absolut reine Ware haben. Das ist das. Welcher Diener verkauft Ware, die rein ist, dann hat er ja nichts. Er will die Menschen ja abhängig machen. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Und was auch sehr wichtig ist, dass der Weg ja noch jetzt so langsam, der mal aufbricht, dass das ja auch zu therapeutischen Menschen, die krank sind, die da auch eine Hilfe dadurch hätten, Schmerz zu lindern. Und jetzt jüngst erst hat ja ein Richter ein Urteil gemacht. Und das ist natürlich auch ein Beweggrund und auch wichtig, dass man das macht. Und wenn ich nur eins sagen kann, das ist ja, hier kann man ja freier reden. Und das ist ja auch, ne, so, denke ich mir, dass ich habe mir die letzten paar Monate sehr viel Gedanken gemacht. Warum ist das so ein Block, dass das abgeblockt wird? Und ich habe, sage ich mal so, der Gedanke geht dahin, der große Verlierer wäre die Pharmaindustrie. Unter anderem. Die wäre mit der große Verlierer. Ne? Und daher, klar, die haben auch Lobbyisten in der Politik und die wollen das nicht. Und das gilt es auch immer mehr auch mal darauf hinzuweisen. Da gibt ja auch noch die Baumwollindustrie, die davon wenig hätte wahrscheinlich. Ja, eigentlich kann man ja fast alles aus diesem Werkstoff Hanf herstellen, der ja auch mit illegalisiert wurde. Man kann ihn zwar unter Lizenzen anbauen, aber das ist ja auch alles keine Lösung. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel A gesagt, sagen wir auch mal B. Wie stehen Sie zur generellen Drogenprohibition? Völlig daneben. Mhm. Also wenn wir von Drogen reden, dann finde ich auch, muss man über Alkohol reden. Der ist nicht verboten. Mhm. Der war mal verboten in Amerika in den 20er Jahren. Prohibition hieß das, hat nichts gebracht. Was Drogen anbelangt, ist meine Überzeugung, damit müssen wir offen umgehen und man muss es mit hoch ausgebildeten Fachleuten, Medizinern, auch das staatlich dann auch lenken. Und Amerika macht es uns auch zurzeit vor. Wenn doch, ne, also wir sind doch unsere Freunde und Freude, ne, ich bin ein Transatlantiker und was sonst immer von Amerika bisher so gekommen ist, das wird uns immer als gut dargestellt. Auch wenn ich das ab und zu mal kritisch gesehen habe. Aber jetzt geht in Amerika richtig was Positives in dieser Frage ab. Und kein Politiker und keine Politikerin, ob im Landtag oder im Bundestag, sagt mal, lasst uns doch mal dem Vorbild USA folgen. Oder Holland, haben wir direkt vor uns. Aber ich wollte jetzt ansprechen auf eine generelle Drogenprohibition. Also sollten alle Drogen legalisiert werden oder beziehungsweise entkriminalisiert, um damit offener und noch besser umzugehen und auch präventiv dagegen vorgehen zu können und das nicht in die Illegalität und in die Anonymität zu schieben? Das ist eine sehr gute Frage, weil das wird ja manchmal auch sehr falsch verstanden. Wenn man sagt, legalisiert heißt, ich kann mir an jeder Ecke die Droge kaufen. So ist es ja nicht. Legalisiert heißt einfach, dass es Mediziner zum Beispiel, ich sag mal Beispiel Zürich, da gibt es ein Drogenprogramm, auch für Menschen, die heroinabhängig sind. Die haben eine rechtliche Grundlage, um den Menschen zu helfen, ohne dass die Mediziner da in die Kriminalität reinkommen. Und darüber muss man auch diskutieren als Parallelschritt. Also mir hat zum Beispiel auch vor kurzem ein Pfarrer gesagt, Andreas, ich bin bei dir. Wir müssen das viel breiter diskutieren, ne, damit man den Menschen helfen kann und die, die helfen, damit die nicht ein Problem kriegen mit der Justiz. Also sind Sie ein Freund des Selbsteigentums und jeder könnte mit seinem Körper anstellen, was er will?
Nein, das würde ich so ganz frei nicht sagen. Also das ist schon, ich denke, jeder Mensch, das muss auch jeder für sich wissen, hat auch natürlich ein Recht auf seinen eigenen Körper. Aber ich bin ja auch ein Sozialwesen. Ich habe Geschwister, ich habe Freundinnen, ich habe eine Lebensgefährtin oder ich habe Vater und Mutter und so weiter und so fort. Ich habe mein und da finde ich auch schon, dass ich auch da mich reflektieren muss und nicht der absolute Individualist. Das sehe ich so nicht. Auch philosophisch und auch ethisch. Aber das muss auch im Endeffekt jeder für sich selbst wissen. Das ist das Ding. Wie stehen die Chancen, dass auch auf Bundesebene die Grünen mehr das Thema forcieren und vielleicht da wieder ihre alte Wählerschaft zurückgewinnen? Also da ist ja ohne uns eine falsche Feder an den Hut zu stecken von Köln ja was ausgegangen mit dem kleinen Antrag in der Bezirksvertretung Innenstadt. Und es gibt grüne Bundestagsabgeordnete und das ist der Volker Beck. Und der ist im Bundestag, der war auch ein Geschäftsführer. Und dadurch ist das ja auch in den Bundestag reingekommen. Die Grünen haben ja da einen Antrag reingebracht. Wie das in der Demokratie ist, dann haben die jetzt erstmal nicht die Mehrheit, weil die Große Koalition das ablehnt. Aber es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, nach 3 Monaten und einem halben Jahr den Antrag wiederzustellen. Meiner subjektiven Einschätzung nach glänzen die Grünen leider öfters mit Verbotsforderungen. Wenn wir hier sagen, dass Prohibition generell nicht funktioniert, warum soll dann Prohibition bei anderen Bereichen funktionieren? Ja, jetzt sind ja alle Verbote nicht schlecht. Also wir können ja nicht sagen, jeder kann durch den Rhein schwimmen, wie er will. Oder, wenn das kann? Ja, wenn das kann, dann hat er aber ein Problem mit den Schiffen. Und dann ist halt, oder ich bringe mal jetzt mal ganz simpel, ne, ein Beispiel, ne, man kann ja auch nicht sagen, auf der Nord-Süd-Fahrt darf man 200 fahren. Ja. Ne, so. Und das mit dem Veggie-Day, wo Sie darauf ansprechen, das ist schlecht, wenn man nicht wirklich. Ich meine, es muss ein guter Mix geben. Mhm. Und darüber muss man auch sprechen. Es muss ein guter Mix geben aus Verbote, Gebote, aber auch ein guter Mix an Freiheit. Und das muss man auch vorher diskutieren. Und heute dient das ja auch so dazu. Ne? Es kann nicht sein, dass alles frei ist, natürlich auch nicht alles verboten. Es muss ein guter Mix geben und Demokratie ist letztendlich auch ein Kompromiss. Ja, dann hoffen wir, dass Sie Ihre Demokratierechte weiter so wahren und von unten versuchen, das Feld nach oben aufzuräumen. Wie sehen Ihre Zukunftsaussichten aus? Thema Cannabis-Prohibition oder generell? Ja, ich bleibe an dem Thema dran. Ganz klar, ich bleibe an dem Thema dran. Persönlich, dass ich das immer weiter diskutiere. Ich merke auch, ich muss auch mal hier so sagen, ich bin überrascht über das Echo von den Medien. Und das will ich auch noch hier sagen, ist, was ich ganz faszinierend finde, ich bekomme Zuspruch von 17 Jahren alten Menschen bis 77, durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Berufsgruppen. Nur sie trauen sich nicht und sie sind froh, dass einer da ist, auch welche da sind, die da sagen, ich will das nicht alles für mich alleine. Ne? So. Aber der eine Stimme hat und die Stimme auch so enthebt. Und da sehe ich gute Aussichten, dass das Thema auf keinen Fall im Keller verschwinden wird. Ja, dann hoffen wir es mal mit Ihnen zusammen. Wir danken Ihnen auf jeden Fall für Ihre Arbeit, für Ihre Zeit hier. Und Ihnen. Sie werden gleich noch sprechen. Ihnen und euch auch. Ja, das mache ich. Wunderbar. Noch mal abschließende Worte? Ja, ich finde, es sollte weiterhin dieses Thema, wie man so sagt, am Qualmen gehalten werden. Ja? Und dafür kämpfen wir. Wunderbar, Dankeschön. Ja, schönen Stechbrot. Okay. Oh, das war aber jetzt lange. Ja. Und dann stelle ich jetzt in YouTube. GigaT. Crowdfunding for you and me.